Wir kommen wunderbar voran, liebe Freunde, hier bei Crash Bandicoot, die Insane-Trilogie. Ja, und da dreht sich um Crash richtig um die eine Achse und freut sich auch dermaßen, dass wir endlich auch das Projekt weitermachen können. Ja, und ich habe jetzt in den letzten Welten überall die Kisten zerstört, habe auch die Edelsteine eingesammelt und jetzt fehlten noch hier in dieser Welt nur noch zwei Stück. Nämlich einmal Road to Ruin und Unbearable. Ja, da fehlen uns noch die beiden letzten Edelsteine und dann haben wir hier auch alles. Und dann muss ich noch ein Stockwerk höher. Da muss ich auch nochmal alles sammeln, weil da hatte ich nicht alles geholt. Und dann fehlt noch die letzte Welt. Dann fehlt der letzte Kristall und dann können wir zu Dr. Neocortex gehen und ihn platt machen. Und dann haben wir eigentlich alles schon Wichtige geholt, oder? Ja, da müssten wir alles geholt haben, dann machen wir ihn platt. Und dann fängt der dritte Teil von der Insane-Trilogie halt statt. Und der soll ziemlich cool sein, habe ich mir sagen lassen, weil da kommst du in verschiedene Welten. Da bist du zum Beispiel auf der chinesischen Mauer unterwegs und viele andere geile Sachen passieren da. Und ja, gehen wir erstmal hier in diese Welt. Road to Ruin. Ha, das hört sich ja sehr lustig an. Yay, ich freue mich. Yay. Ah, cool. Klare Edelsteine tauchen oft am Ende des Levels auf. Bitte lass es jetzt nicht diese Chatpack. Nein, das ist die... Oh nein, 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 nein. Oh Gott, ich weiß, warum ich diese Welt hasse. Ich weiß, warum ich sie hasse. Ich mag sie nicht. Ich will diese Welt nicht spielen, weil die einfach nur Abfuck hoch 10 ist. Ich dachte, da geht's weiter. Oh nee. Ich mag die Welt nicht. Naja, vielleicht bringt mir hier die Welt ein bisschen was mit den ganzen Edelsteinen. Oh, oh nein, auch mit den ganzen Affen. Oh Mann, nein, ich hasse diese Welt. Die wird überhaupt nicht schön. Ja, danke. Ja, danke. Ich weiß nicht, wie man. Ich weiß noch nicht mal, wie die mich gerade getroffen haben. Der hat mich irgendwie gerade erwischt. Ah, ich muss leiden, damit ich ihn killen kann. Okay. Oh, Donkey Kong mag mich ja auch nicht. Der schießt auch die ganze Zeit mit Feuer. Und mir fehlt hier ein Edelstein. Oder es war wieder so eine Todesfalle wieder mal, die ich. Durfte hier bestimmt nicht sterben. Gut, alles klar. Ich glaube wieder, das war so ein Todesblock. Und jetzt habe ich doch hier gerade etwas aktiviert. Das heißt doch eigentlich, am Anfang müsste jetzt auch noch was aktiviert worden sein, oder? Oder der Weg führt mich echt weiter, wenn ich den nächsten Edelstein habe. Und ich weiß, der nächste Edelstein, den kriege ich in der nächsten Welt. Ja, da muss ich, ach toll. Da muss ich nämlich, den lilanen Edelstein noch holen. Wenn ich den nämlich habe, dann kommt, dann komme ich da nämlich noch weiter. Bis dahin bringt eigentlich diese Welt hier gar nichts. Auch geil, ich ja! Schön einfach mal daneben gejumpt. Ich bin ja froh, dass es hier keine Welten gibt mit einer Hängebrücke, wie im ersten Teil. Die waren lustig, nämlich gar nicht. Die waren einfach nur... die waren einfach nur nervig und zum Kotzen und nicht schön. Einfach nur nervig. Und zack, aktiviert. Rübergejumpt. Jump, jubbity jump. Jubble on Kisten, doodly jump. Ich jumpe hier auf Kisten. Ich jumpe den ganzen Tag. Ich jumpe hier auf Kisten. Das ist doch wunderbar. Lalalalalala, ein Klempner wäre stolz. Ich jumpe hier auf Kisten. Ein Klempner, der wäre stolz. 89 Kisten. 40 Stück fehlen mir noch. Und ich glaube, wir sind jetzt schon beim Ende der des Levels. Lalalalalala, schneller.
Lasst mich doch mal hier durch. Tralalala, da ist ein Affe. Da war ein Äffchen. Moi. Hihi. So, der Affe könnte mich jetzt noch killen. Wisst ihr das eigentlich? Ja, nicht der Affe killt mich, sondern einfach mal wieder eine Plattform, die irgendwie verschwindet. Und mich nicht durchlässt. Affe geht weg. Haha, den Affen schön in den Hinter getreten. Ja, den brauche ich nämlich noch. Ich brauche doch echt diesen einen Edelstein. Gut, dann werde ich mal die nächste Welt machen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Auf in die nächste Welt. Gut, Unbearable. Ist schon wieder eine. Ich glaube, das war schon wieder einer. Der Riesige beöffnet einen Geheimgang. Oh! Doch. Ja, stimmt. Jetzt werde ich von diesem Riesenbären verfolgt. Weil wir die ganze Zeit immer sein Kind geärgert haben, kommt jetzt der Riesenteddy. Hallo, Riesenteddy. Na, doch auch hier. Schön, dich mehr zu sehen. Geht's gut? Du willst mich doch nicht verspeisen, oder? Ich bin doch einfach nur ein kleiner Bandicoot. Oh, oh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Da, nimm den. Nimm die Echse. Oh, hast du schon. Okay, gut, ich bin weg. Tschüss. Der soll hier... Oh, da ist dann der Nächste. Ja gut, das war der Cousin. Jetzt kommt der Papi. Irgendwo soll hier ein Geheimgang sein. Ich habe keine Ahnung, wo. Lasst mich. Ich muss hier durch. Ich werde verfolgt. Ihr nicht. Aua. Oh, cool. Stabhochsprung mal anders. Wow, nein. Nein, Crash, lauf! Hier, nimm die! Warum hat denn der gerade so gehöchelt wie ein Hund? Das ist so schlimm, wenn du einer von diesen blöden Sprungdingern da erwischt und so weiter, bist du sofort tot. Naja gut, was heißt tot? Schon wieder. Da kommt er halt ein bisschen näher. Hier, lenk den mal ab. So, der soll jetzt einen Geheimgang geöffnet haben. Ja, geil. Oh, ein Jäger. Hihi. Tschüss, Jäger. Komm hier jetzt mal hoch. Einmal Geheimtrick? Na, fast. Na komm schon, Geheimtrick! Jawoll! Mit dem Geheimtrick hochgekommen. Sie wissen schon, dass Sie eine Jägerlizenz brauchen dafür, um mich abzukrallen? Es ist Bandicoot-Saison. Psst, die jagen jetzt nämlich Elmer. Ach ja, wer von euch kennt eigentlich noch die alten Looney Tunes? Die waren auch so klasse gewesen. Mit der alten in Synchro. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hasse diese neue, die neue Synchro, die man halt mal auf Super RTL hat. What the heck? Ne, wie gesagt, man, es gibt ja jetzt die neue Synchro. Das ist die Super RTL Synchro. Und die mag ich überhaupt nicht, weil die klingt nicht so, wie ich halt groß geworden bin. Und das ist halt echt schade, weil die ZDF-Synchro, die man damals hatte, die war tausendmal besser. Da war Bugs Bunny cooler, da war Daffy Duck irgendwie auch besser. Also die haben mit der neuen Synchro haben sie irgendwie, ja, die Looney Tunes für mich eigentlich zerstört. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja, 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 eine... Patrone. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen für das Ding. Weg da. Nein, ich war doch noch unsichtbar. Ich war doch noch geblinkt. Ich war doch noch im Bling-Bling-Modus. Dass ich halt nicht getroffen werden darf. Aber das Spiel sagt sich, es gibt hier keinen Bling-Bling-Modus. Du stirbst trotzdem. Ja, wirklich, es gibt hier kein Bundbarkeitsding, so wie bei den anderen Spielen.
In den anderen Spielen wirst du ja sofort getroffen. Also, da bist du getroffen und dann bist du immer noch ganz kurz halt unsichtbar. Jetzt wie zum Beispiel bei Mario. Wow, das war mega knapp. Das hätte gerade auch böse ins Auge gehen können. Wow. Und du bist weg. Oh, wieder ein Checkpoint. So, jetzt hier nochmal hoch. Akku holen. So. Oh, Leben. Gutes Ding. Ich liebe Leben. So, jetzt kann ich das einfach mal aufmachen. Da oben brauche ich ja nicht mehr. Wow, was war das denn? Was habe ich denn gerade gemacht? Kann ich jetzt gar nicht töten? Doch, kann ich. Was war das denn? Jetzt hat der mich doch noch erwischt. Muss man den töten? Da muss ich auch höllisch aufpassen. So, warte mal. Jupp! Ach, geschafft. Komme ich jetzt da? Ach so. Gut, ich dachte gerade, wie komme ich da jetzt rüber? Oh nein! Nein. Ja, zum Glück gibt es hier noch einen Checkpoint. Das ist immer ganz lieb von dem Spiel, wenn es mir doch noch immer einen Checkpoint noch irgendwie schenkt. So, den muss ich kaputt machen. Ja, jede Kiste muss ich mitnehmen. So. Mann, wie trifft er mich denn? Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, damit ich meinen Hub wieder habe. Oh, ich hasse diese Typen. So, habe ich gerade beinahe einen Fehler gemacht. So, ich muss mich erst nach oben. Und die Sachen noch einsammeln. So, wieder ein Leben bekommen, das ist immer sehr gut. Warte mal, zack, jetzt kommt wieder diese blöde Patrone. Zack, nein! Ich wollte doch springen. Das war zum Scheitern verurteilt, das hat man sofort gesehen. Warum warte ich nicht eigentlich? Mann, ich muss doch einfach Geduld haben. Warum bin ich kein geduldiger Mensch? Ich bin einfach nicht geduldig. Das ist halt immer irgendwie mein Problem. Jetzt kommen da zwei Schüsse auf einmal. Ja klar, ist okay. Ich muss einfach lernen, Geduld zu zeigen. Oh, weggehen. Weggehen. Auffallen. Wegmachen. So. Mann, ich bin doch ganz normal gejumpt. Wurde aber trotzdem wieder getroffen. Mit den schlimmsten ich von allen töten. So. Entschuldigung. Oh Mann, ey. So, normal. Zack, rüber. Super gejumpt. Rüber gejumpt. Den noch mitnehmen. So, du Arsch. Natürlich, jetzt macht er wieder Nitro hier hin. Jetzt kommt der Arsch, der die ganze Zeit auf mich schießt. Dann ist hier so ein Arsch von einer blöden... Ah! Egal, ich hab's geschafft. Ich habe den Geheimgang benutzt. Und jetzt können wir nämlich noch die letzten Kisten noch holen. Oh, hier ist auch noch einer. Okay, noch ein Bonusraum. Ein ganz normaler Gang. Wow. Bumm. Wdup. Zack, aktiviert. Boah, na gut, das war jetzt nicht so schlimm. Boing, 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 boing. Ja. Und zack, rüber mit uns. Jetzt haben wir alle Nitro-Dinger noch kaputt gemacht. Jetzt kommt wieder Big Daddy. Big Papa, der mich wieder angreifen möchte. Ich springe aber rüber.
Keine Sorge, Crash, wir haben es gleich geschafft. Wir haben das Level gleich geschafft. Und dann haben wir auch den Edelstein hier. Wow. Das war ziemlich knapp. Alt, den brauche ich noch. Oh nein, nein, nein. Ich Idiot. Ich Arsch. Ich Idiot. Natürlich war das wieder mal ein normaler Holzzaun mit Elektrozaun dazu. Das war mega gemein. Das ist halt das Problem, wenn du dich an die ganzen Level nicht mehr erinnern kannst. Oh Mann, ich wollte nicht drehen, sondern ich wollte einfach nur wirklich nur mich gerade sliden, aber es hat nicht funktioniert. Wieder mal die Ausreden eines Gamers. Es hat nicht funktioniert. Der Knopf ging nicht. Lustigerweise benutzt diesen Spruch auch schon mein Vater. Der ist ja auch ein leidenschaftlicher Gamer. Sag mal, ich war doch ganz vorne. Normalerweise hätte das eigentlich treffen müssen. Ich hätte einfach durchsliden können, aber nein, es ging nicht. Crash wollte nicht sliden. Oder durch. So, hier kommt er perfekt durch. Oh, nö. Lass mich, du blöder, komische Riesenfittelfiech da. Yeah, geschafft. Checkpoint. Ach, jetzt kommt noch das. Wir müssen mal runterfallen. Ich habe eine Kiste übersehen. Aber nur noch 9 Level. 9 Leben. Achso, das macht er kaputt. Okay, gut, alles klar. So, jetzt haben wir, da ist jetzt die Mama. So, ich brauche also mich nicht um die TNT-Dinger kümmern, weil das macht die Mama. So, wo sind noch ein paar Kisten? Hier sind ja nicht mal viele Kisten, oder? Hoffentlich. Warum ist denn jetzt hier Elektrizität? Warum? Natürlich kommt noch so eine bescheidene, blöde Stelle, wo man noch mit dem Baby-Eisbären noch was machen muss. Also mal lustig ist einfach die Musik. Wow! Wow! Warum konnte ich da nicht rüberspringen? Ich war da in der höchsten Stelle und trotzdem wurde Crash getroffen. Der Part ist gleich schon wieder vorbei. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich kann auch 30 Minuten Parts machen, aber das guckt sich keiner an. Ich spring hier rum. Ich laufe hier rum. Ich mache Slalom wunderbar. Und wir haben es geschafft. So, und der kleine Eisbär ist irgendwo hinten anders und wir haben es trotzdem geschafft. Yeah! Doch noch zum Partende. Das blöde Level geschafft. Yeah! Sehr, sehr geile Sache. Yes. Chakalaka, boom, chakalaka, laka, boom, chakalaka, laka, boom, chakalaka, laka. Boom, chakalaka, boom, chakalaka, boom, chakalaka, boom, chakalaka, boom, chakalaka. Na, aus welchem Film war das? So, Road to Ruin, ja, da muss ich gucken, wo die ganzen anderen Sachen sind. Dann gehen wir erstmal wieder ein höher. Und hier in der Welt, da fehlt mir ja wirklich alles. Außer da. Da fehlt mir ja nur noch der lila Kristall. Und ich glaube, den werde ich als erstes holen. Und dann gehen wir in diese ganzen Welten, um die anderen Kristalle zu holen. Warte mal, wie viel fehlen mir denn eigentlich noch? Oh. Oh. Ja. Toll. Ich habe erst 24. Warte mal. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ja. Ich weiß, wo die alle fehlen. Oh Gott. Gut, okay. Ja,
das werden wir dann, glaube ich, alles noch im nächsten Part machen, liebe Freunde. Aber erstmal mache ich hier diese Welt und hole mir den lila Kristall. Ich glaube, ich weiß nämlich, wo der schon ist. Und dann machen wir die ganzen anderen Welten hier. Juhu, ich freue mich gar nicht drauf. Yay. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Part von Crash Bandicoot, die Insane-Trilogie, hier auf meinem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Part. Bye, bye.